Maximilian Kappler fährt ein gutes Rennen. Motorsport ist für mich Adrenalinkick, Geschwindigkeitsrausch, eine große Party. Ich bin der Max Kappler, bin jetzt 17 Jahre alt, komme hier aus Oberlunkwitz, direkt vom Sachsenring. Betreibe jetzt Motorradrennsport seit ca. 13 Jahren. Letztes Jahr bin ich das erste Mal in Spanien gefahren, die spanische Meisterschaft. Und dazu noch als Highlight den Motorrad Grand Prix von Deutschland hier am Sachsenring. Im Winter wird die Grundlage für den Sommer gelegt. Da wird Kondition, Kraft, alles trainiert, bis hin zur Koordination. Der Fahrer soll möglichst mit dem Motorrad fahren und nicht das Motorrad mit dem Fahrer. Und halt die ganzen schnellen Richtungswechsel, die ganzen Fliehkräfte, da muss man ja überall gegenwirken. Und neben dem Krafttraining auf alle Fälle Ausdauertraining, weil die Rennen gehen ja auch eine Dreiviertelstunde teilweise. Und dann natürlich das Motocross-Fahren, damit man einfach immer im Fahren drinnen bleibt. Und natürlich, das ist auch ein super Kraft- und Ausdauertraining. Motocross kann man am ehesten hier in unseren Breitengraden trainieren, weil überall gibt es Motocross-Strecken oder alte Sandgruben. Was man im Dreck spät bremst, das bremst auf der Rennstrecke teilweise noch später. Und dann einfach das Rutschen, das Unruhige, das kann man einfach besser lernen, wenn es im Dreck ist. Ich will 2016 dann in die WM und somit muss ich in Spanien ein ganzes Stück nach vorne gehen. Ab diesem Jahr ist es dann die Junioren-Weltmeisterschaft, also vom Namen her nochmal aufgewertet. Der größte Traum ist natürlich einmal in die MotoGP, in die allerhöchste Klasse zu kommen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Schritt und das nächste Ziel ist erstmal 2016 fester Bestandteil von der Motorrad-Weltmeisterschaft und der Moto3-Klasse zu werden.